Im zweiten Reiseabschnitt gibt es mehrere Highlights zu sehen. Den Ayers Rock, das Great Barrier Reef und die heimliche Hauptstadt Sydney. Immer wieder legen wir einen Stopp auf der langen Fahrt von Coober Dee zum Ayers Rock ein. Auf dem Parkplatz steht ein Rotdrain. Das sind besonders große Lastzüge, die bis zu 53 Meter lang sein können. Die Zugmaschine hat mindestens 500 PS Motorleistung. Im australischen Überlandtransport stellen die Rotdrains vornehmlich die Versorgung entlegener Regionen sicher. In Ballungsräumen ist der Betrieb mit den Rotdrains nicht erlaubt. Vorfreude kommt bei mir auf, denn bald werde ich den Ayers Rock sehen. Aber zunächst muss ich dazu eine kurze Wanderung vom Informationszentrum aus unternehmen. Das ist der Ayers Rock. Ich bin sehr beeindruckt. Am nächsten Morgen will ich den Ayers Rock, in der Sprache der Aborigines, Uluru genannt, zu Fuß umrunden. Vor der Wanderung nehme ich einer kurzen Führung teil. Water. So boys learning water, hunting animals. We take some stone out, we put here. We pick up another stone, we rub, we mix with water. Und haben mit Wasser und Steinkreide. We make the paint. Die über 40.000 Jahre alten Felsmalereien zeigen soziale Aktivitäten, Veränderungen der Umwelt oder Mythen und Zeremonien. Die Darstellungen weisen wenig Farben auf, weil nur das Material eingesetzt werden konnte, das lokal vorhanden war. Die Angehörigen des Mala-Stammes kamen von Norden und sahen den Ayers Rock. Sie fanden, dies ist ein guter Platz, um einige Zeit hier zu bleiben. This place here for cooking. Das ist die Kochstelle. Cooking, you know, making bread. How do you say bread? Brot. Brot. When they are hunting a kangaroo, do they are cooking here or outside? No, outside. Ich beginne meine mehrstündige Umrundung des Ayers Rock. Das Alter des riesigen Sandsteinblocks wird auf 600 Millionen Jahre geschätzt. Den Ureinwohnern gilt der Monolith als zentrales Heiligtum und Schöpfungssymbol. Musik.
Rund 40 Kilometer vom Eiersrock entfernt befinden sich die Olgas. Auf dem Walpa-George-Wanderweg kommt man dieser Ansammlung von Felskuppen näher. Nach den Legenden der Ureinwohner speichert auch dieses Massiv die schöpferische Kraft der Traumzeit. Bei diesem Stopp begegne ich nochmals einem Rotdrehen und wieder bin ich sehr beeindruckt von der Größe des Fahrzeugs. Ein kurzer Anstieg führt auf den Anzac Hill. Er hat seinen Namen von dem dortigen Denkmal erhalten. Der Hügel bietet einen schönen Blick über die McDonald Range Berge und Alice Springs. Die Stadt wurde als Relaisstation zwischen Adelaide und Darwin 1872 gegründet. Wir suchen das Royal Flying Doctor Service Visitor Center auf. Now the Royal Flying Doctor Service currently owns some 25 bases and 4 major sections. 25 Basen gibt's insgesamt und 4 major sections. Okay, 4 Hauptstationen. By 1929, people living in isolation were able to call on the Flying Doctor Service to assist them in an emergency. Transistorized receivers later replaced metal radios, making it possible for doctors to give radio consultations. Der Pedalantrieb zur Erzeugung von Strom war die entscheidende Erfindung, um die Funkgeräte in den entlegenen Orten zu betreiben. So, as well as emergency services, the RFDS provides a 24-hour GP consultation service via radio and telephone. Inter-hospital transfers. Patients requiring higher levels of care, transport of medical specialists to regional and remote areas, a female GP program providing women in rural areas with access to female doctors, preventative health care for indigenous communities, and maintains more than 2,500 medical chests at clinics, mine sites. It's a tremendous organization and in the right places for local medical services are not handy. Having air support is just a complete sense of liberation, of encouragement. Als neuestes Ambulanzflugzeug wird die Pilatus PC-24 eingesetzt. Die Organisation besitzt über 60 eigene Flugzeuge an über 20 Standorten. Das Versorgungsgebiet entspricht etwa 2/3 der Gesamtfläche Australiens. Innerhalb von 2 Stunden kann jeder Ort erreicht werden. Auf dieser Karte ist der aktuelle Einsatz der Flugzeuge zu sehen. Gleich gegenüber vom Stützpunkt der Flying Doctors befindet sich das Alice Springs Reptile Center. So if you want, you can put your hands in. This is very friendly. Oh yeah. I've got 3 now. Between all my sides, we've got 3 wheels. There you go. Just gentle, just gentle. Australia, yes, has been eaten by a python. A little boy nearly got taken recently in Queensland. I don't know if you guys saw that on the news. His dad came out and saw the
Ortes nicht. Der Reptilienpark zeigt die einheimische Tierwelt. Star des Reptilienzoos ist das große Salzwasserkrokodil aus dem Kakadu-Nationalpark. Die Funkschule ist eine spezielle Form, um die Schüler der Primar- und der unteren Sekundarstufen in den dünn besiedelten Regionen Australiens zu unterrichten. Microphone to speak into, and the children had what we call a little lunchbox, and they would use this, turn it on and off. Their lessons arrive by mail, or over the internet via a satellite. Their teachers talk to them from as far away as 1,000 kilometers. This is the world's largest classroom. In fact, it's as large as Central Europe. From time to time, teachers head out of town. Usually the trip is taken by four-wheel drive, so that each child has a personal visit. And so we look to the new technologies of the internet and the type of things that we could do with that to enable us to work in a more real-time environment with the kids and to get a real sense of interactivity beyond the audio interactivity that we get. In the old days, we would have to rely on the mail plane sending back in work, and that was really the only way we could get work back in. What happens now, teachers can conduct a lesson where they can not only be talking to the kids can see their teacher, the teacher can send information or files straight out to the kids can send them straight back into the teachers, and so teachers can get in a real time a much better sense of where the kids are at. Jeder Schüler erhält pro Tag etwa eine Stunde Einzel- oder Gruppenunterricht. Mit den zugesandten Materialien führen Eltern oder ältere Geschwister den Unterricht fort. Außerhalb von Alice Springs wurde für John Flynn ein Denkmal errichtet. Er war der Gründer des Flying Doctor Services. Stanley Chessen ist die wohl eindrucksvollste Schlucht der McDonald Ranges. Benannt wurde die Schlucht nach Ida Stanley,
der ersten Lehrerin in Alice Springs. Ein schmaler Einschnitt zwischen hochaufragenden Quarzitwänden ist das Ziel der Wanderung. In der Mittagssonne erglühen die steilen Felsen in einem wunderschönen Rot. Einige Kilometer von Alice Springs entfernt befindet sich die ehemalige Telegrafenstation. 1871 fand der Landvermesser William Mills ein Wasserloch. Hier schien ihm der richtige Platz für eine Telegrafenstation zu sein. Diese war nach deren Errichtung eine der Relaisstationen auf der über 3000 Kilometer langen Strecke von Port Augusta nach Darwin. Die Leitung ermöglichte erstmals eine Verbindung zwischen Großbritannien und der australischen Kolonie. Relaisstationen waren erforderlich, weil die elektrische Spannung, mit der die Leitung betrieben wurde, nicht für die große Entfernung ausreichte. In den Telegrafenstationen mussten die gemorsten Nachrichten empfangen, abgeschrieben und mit der Morsetaste wieder für den nächsten Abschnitt der Leitung eingegeben werden. Zu der Station gehören mehrere Gebäude mit verschiedenen Funktionen. Die langen Fahrten werden immer wieder durch Stopps an den Rothauses unterbrochen. Diese haben meist ihre Station nach einem Thema gestaltet. An diesem Ort sind es die Außerirdischen. Dazu gibt es auch das passende Outfit im Shop zu kaufen.
Im Devil's Marble Conservation Park liegen in einem flachen Tal riesige Steinblöcke aus rotem Granit. Die Kugeln entstanden vor 1,7 Milliarden Jahren, als geschmolzene Lava direkt unter der Erdoberfläche zu riesigen Kuppeln zusammengepresst wurde. Durch die Erosion der darüber liegenden Felsschichten wurden diese eindrucksvollen Murmeln freigelegt. Die Aborigines glauben, dass die Steine die Eier der heiligen Regenbogenschlange sind, die vor Urzeiten zusammen mit den Ahnen für die Schöpfung verantwortlich war. Die Bergbaustadt Mount Isa verdankt ihre Entstehung in den 1930er Jahren dem reichen Vorkommen an Mineralien. Hier werden täglich mehr als 35.000 Tonnen Erze abgebaut, vor allem Kupfer, Silber, Blei und Zinkerze. Ein Fünftel der rund 30.000 Einwohner der Stadt arbeiten unter Tage. Die gewonnenen Erze werden in langen Güterzügen an die Küste befördert. Richmond ist eine kleine Stadt in Queensland. Hier wurde Anfang des 20. Jahrhunderts das erste Fossil eines Kronosaurus gefunden und später rekonstruiert. Diese Tiere sind die bisher größte bekannte Gattung der Pliosauriere. Sie lebten in der Zeit der Unterkreide vor rund 100 Millionen Jahren in einem flachen Meer, das damals Australien bedeckte. In Queensland stehen die Häuser auf kleinen Pfeilern, da es in der Regenzeit immer wieder zu Überschwemmungen kommt. In Holzbauweise werden die Häuser zumeist errichtet. Wenn es dann zu einem Brand kommt, bleiben von dem Gebäude nur noch die Metallteile übrig. Ein kurzer Fotostopp am White Mountains National Park. Das Wüstenhochland mit Schluchten aus weißem Sandstein
ist einer der botanisch vielfältigsten Parks im Landesinnern von Queensland. Die Region umfasst 14 verschiedene Ökosysteme mit mehr als 400 Pflanzenarten, die vor allem in der Regenzeit blühen. Offiziell ist Magnetic Island ein Vorort von Townsville, obwohl die Insel 8 Kilometer von der Küste entfernt liegt. Ihren Namen erhielt sie von Captain Cook, der glaubte, dass die durch die großen Granitfelsen erzeugten Magnetfelder seinem Kompass Probleme bereiteten. Meine erste Wanderung beginne ich im Süden der Insel. Die zweite Wanderung führt durch ein Gebiet, das die größte freilebende Kolonie von Koalas aufweist. Auf dem Weg ergeben sich immer wieder schöne Ausblicke. Um die Schiffsbewegungen im Zweiten Weltkrieg zu beobachten, wurde auf der höchsten Erhebung der Insel ein Fort mit Ausblick errichtet.
anstrengend ist es, bei über 30 Grad Wärme zu wandern. Ein kurzer Abstecher führt zu einem Aussichtspunkt, von dem aus ich die wunderschöne Adder Bay erblicken kann. Sie eignet sich besonders gut zum Schnorcheln. Nur zu Fuß kann die schöne Florence Bay erreicht werden. Sie ist bei den Inselbewohnern sehr beliebt. Über einen anstrengenden Auf- und Abstieg gelange ich zur ausgedehntesten Bucht der Insel, der Horseshoe Bay. Townsville ist die größte Stadt in den australischen Tropen. In dieser Straße gibt es noch mehrere schöne Kolonialhäuser zu sehen. Der Ort wurde bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zur Verschiffung von Rindern gegründet. Das große Korallenriff-Aquarium ist die bedeutendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Im Schildkrötenhospital werden verletzte Tiere behandelt und gesund gepflegt. Das ist ein Plastik, das haben sie vor ein paar Jahren auch im Inneren von einer Schildkröte gefunden. She also gets a scratch to try and remove any algae that might be growing off around the edges of the shell. Ein Streichelbecken ermöglicht es, die Tiere zu berühren. Ein Highlight ist das riesige Open Ocean Aquarium, das die schillernde Welt des Great Barrier Reefs in künstlicher Verdichtung zeigt. Das Great Barrier Reef gehört mit dem Ayers Rock zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Australien. Um das Riff zu sehen, ist eine längere Anfahrt mit dem Schiff notwendig. Zunächst unternehme ich eine Tour mit dem Glasbodenboot, um einen ersten Eindruck von der Korallenbank zu erhalten. So, my name is Crystal and I'm here to tell you a little bit about the reef as we travel along it. First of all, I will start off by mentioning to everybody sitting over here on the right-hand side of the boat, you are going to be seeing the reef first today. And that's because we can only see it through one side of the boat at a time.
because we're travelling along the edge of the reef wall. But don't worry if you're sitting... Neben der Möglichkeit zum Tauchen kann die Unterwasserwelt auch beim Schnorcheln betrachtet werden. Wegen der giftigen Quallen muss ein Schutzanzug den ganzen Körper bedecken. Auch ich möchte das Korallenriff möglichst nah erleben. Nosa Head ist ein beliebter Ferienort an der Sunshine-Küste. Die Häuser dürfen hier nicht höher als die Bäume gebaut werden. Der Ort lädt zum Verweilen im Café oder zum Einkauf in einer der vielen Boutiquen ein. Eine andere Möglichkeit ist es, den schönen Strand aufzusuchen, sich dort zu entspannen. Ich jedoch wandere lieber im Nosa Nationalpark, in dem es auch Koalas geben soll. Trotz eifrigen Ausspähens habe ich nicht das Glück, einen Koala zu entdecken. Von diesem Aussichtspunkt ergibt sich ein Blick über Brisbane, der drittgrößten Stadt Australiens und Hauptstadt von Queensland. Seit den 1980er Jahren entwickelte sich Brisbane zu einem wichtigen Handels- und Finanzzentrum mit einem großen Bedarf an Arbeitskräften. Bei meiner Stadtbesichtigung suche ich als erstes den Botanischen Garten auf, der Pflanzen des südlichen Pazifikraums aufweist.
Im klassizistischen Stil wurde 1930 die City Hall errichtet. Das Gebäude beherbergt den Stadtrat von Brisbane. St. Messens sind eine Reihe dreistöckiger Terrassenhäuser. Dort gibt es Restaurants und elegante Läden. Das Parliament House steht gleich daneben. Es wurde im Stil der französischen Renaissance erbaut. Der Architekt berücksichtigte das tropische Klima, indem er viele Kolonnaden einplante. Der Lone Pine Koala Sanctuary gehört zu den beliebtesten Attraktionen Brisbanes. Bereits in den 1920er Jahren wurde der Koala Park gegründet. Neben den flauschigen, knopfäugigen Beuteltieren leben auch Kängurus, Emus, Wombats und andere Arten in diesem Tierpark. Im Süden von Brisbane beginnt die Gold Coast. Wie beliebt diese Küste ist, zeigen die vielen Hochhäuser. Die Costa Brava des fünften Kontinents ist mit Feriensilos für den Pauschaltourismus und Appartementhäuser für betuchte Rentner zugebaut. Surfer Paradise hat seinem Namen wirklich gerecht. Die Sonne scheint hier 300 Tage im Jahr. Dies genießen Sonnenanbeter und Wellenreiter. Sydney ist die letzte Station auf unserer Reise. Über die Harbour Bridge erreichen wir die Innenstadt. Der Bau der Brücke war nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern angesichts der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren auch ein finanzielles Kunststück.
Das Darlehen von über 6 Millionen alter australischer Pfund war erst 1988 getilgt. Heute benutzen jeden Tag rund 150.000 Fahrzeuge die Brücke. Am Hafen befinden sich The Rocks, das Altstadtviertel von Sydney. Alte Lagerhäuser sind heute renoviert und das ehemalige Schmuddelviertel zeigt sich sauber und schick. Erhalten blieb auch das älteste Haus der Stadt, das Catman Cottage. John Catman war als Deportierter in die ehemalige Strafkolonie gekommen und machte eine unglaubliche Karriere, vom Häftling zum Oberinspektor der Regierungsflotte. Die George Street war die erste Hauptverkehrsader Australiens. Infolge des Goldrauschers schossen schon bald Läden und Banken aus dem Boden. Der erste Wolkenkratzer wurde bereits 1913 fertiggestellt. Sydneys Innenstadt ist planlos gewachsen. Viele der heutigen Straßen zum Hafen waren einst Wege für Ochsenkarren. Das viktorianische Sydney war von großen Arkaden-Einkaufspassagen geprägt. Die entschönste, The Strand, birgt in drei Stockwerken Ladengalerien mit exklusiven Geschäften. Über 300 Meter hoch ist der Sydney Tower. Vom Turmkorb aus ergeben sich Ausblicke in alle Himmelsrichtungen. Die kleine grüne Kuppel fällt zwischen den Wolkenkratzern auf. Sie gehört zum Queen Victoria Building, das ausgezeichnet restauriert wurde. Das Gebäude hat eine neobyzantinische Fassade. Zum schönsten Einkaufszentrum der Welt erklärte der bekannte französische Modeschöpfer Pierre Gardin den Ende des 19. Jahrhunderts errichteten Sandsteinbau. Der früheren Markthalle gibt es heute fast 200 elegante Läden und Boutiquen. Nahe des Hyde Parks steht die anglikanische St. James Church. Sie ist Sydneys älteste Kirche. In der Art Gallery of New South Wales finden sich herausragende australische, asiatische, europäische und zeitgenössische Kunstwerke. Mich interessierte vor allem der Iribana-Saal.
der sich ausschließlich der Kunst und Kultur der Aborigines widmet. Im englisch-georgianischen Stil wurde das Parliament House errichtet. Seit 1829 ist es der Regierungssitz von South Wales. In der Geschichte Australiens hat dieses Parlament eine bedeutende Rolle gespielt, da hier zwei wichtige Konventionen abgehalten wurden. Diese befassten sich mit der Kolonialföderation und der australischen Verfassung. Das Wandgemälde zeigt die Gründung Australiens. Unweit des Parlamenthauses steht die neoklassizistische Staatsbibliothek von New South Wales. Im älteren Teil des Gebäudes ist die nicht öffentliche Mitchell Library untergebracht. Ein lichtdurchfluteter, großer Lesesaal kann von der Öffentlichkeit genutzt werden. In den 1980er Jahren wurde der ganze Bibliotheksbestand elektronisch erfasst. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Royal Botanic Garden angelegt, in dem Pflanzen der südpazifischen Region wachsen. Die Hafenrundfahrt ermöglicht einen anderen Ausblick auf die Stadt und das Opernhaus.
Meine Australienreise endet mit der Besichtigung des Sydney Opera House. Es ist die berühmteste Attraktion der Stadt und eines der aktivsten Kunstzentren der Welt. Unter den Muscheldächern befindet sich ein ganzer Komplex von Theatern, Sälen und Restaurants. Viele Probleme gab es beim Bau der kühnen und eigenwilligen Konstruktion, sodass das architektonische Abenteuer 14 Jahre dauerte.